Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich befinde mich hier auf der Perchtoldsdorfer Heide. Heute ist der 4. Mai 2022 und wir sehen hier tatsächlich heute den Sonnenaufgang. Ich schätze mal, dass das dort hinten die Karpaten sein dürften. Und der Karpatenbogen oder wie sie das nennt. Und ich hoffe, er stellt mir scharf. Probieren wir es noch einmal. Heute haben wir es einmal richtig den Sonnenaufgang. Also nicht nur durch die Zweige und Ästchen der Bäume ist auch recht nett. Aber heute haben wir mal, ich gehe mal auf 60-fache Vergrößerung. Sehr angenehme Stimmung hier oben. Ich mache mal einen kurzen Schwenk, dann schauen wir, wie es der Sonne geht. Wird schon ein bisschen weiter herausgekommen sein. Kurzer 360-Grad-Schwenk von meinem Standort auf der Perchtoldsdorfer Heide. Hier vor uns ist der Wasserspeicher. Diesen Rahmen wollte ich als Ausgangspunkt wählen, aber hier in der Mitte der Heide ist es mir wesentlich lieber. Wir kommen dann gleich zu den einzelnen Details, weil die Sonne wird unglaublich rot. Also ich sehe sie hier sehr, sehr rot. Die schaut wirklich, naja, das ist blutrot fast schon. Also so ist sie nicht zu sehen. Ja? Hier am Bild wirkt sie, naja, so gelblich-orange. In Wahrheit hat die Sonne die Farbe vom Hintergrund. Also die Sonne schaut so dunkelrot aus, wenn ich das über die Kamera Schiele. Ja, das kommt schon eher hin, ja. Das kommt schon eher hin. Die Sonne schaut rot aus, ja. So sehe ich sie, aber noch dunkler. Sehr, sehr spannend, was sich da jetzt tut. Die Schultern tun mir schon weh, weil ich halte die Kamera so ein bisschen verkrampft vor mir. Ich weiß, ein Stativ wäre ein Hammer gewesen. Komme ich auch gerade drauf. Aber ich bin ja noch jung und lernfähig. Aber interessant, das müssten tatsächlich die Karpaten sein. Weil der Braunsberg von Hainburg, den habe ich dort rechts, rechter Hand entdeckt. Hier, dort müsste Hainburg sein. No, heute ist er gar nicht, heute ist er nicht sehr kooperativ. Das da müsste dieser, glaube ich, Braunsberg bei Hainburg sein. Und die Sonne ist doch schon ein beträchtliches Stückchen links davon. Schauen wir noch einmal. Ja, toll, toll, toll. Aber sie entfleucht uns in die obere, also in die untere Wolkenschicht hinauf. Also das heißt, wir haben eben hier noch einen schmalen Rand gesehen. Gut, jetzt schauen wir mal einen Blick nach Wien. Im Hintergrund sehen wir den Donauturm, im Vordergrund sehen wir Alt-Erla, 23. Bezirk. Nach Stephansdom, glaube ich, können wir von hier, glaube ich, nicht sehen, oder vielleicht, möglich, ja. Möglich wäre es, weil von der kleinen Heide linker Hand kann man den Stephansdom sehen. Schauen wir noch ein bisschen. Ah, das schaut schon sehr stark nach Stephansdom aus. Das müsste sein, jawohl. Sehr schlecht zu erkennen, ja, sehr schlecht zu erkennen. Aber bitte immerhin, wir haben ihn gefunden. So, jetzt kann ich wieder beruhigt nach Hause fahren. Schauen wir nochmal kurz auf die Sonne. Bin ganz aufgeregt heute. Ich war auch eine halbe Stunde zu früh hier. Ja, ja, ich wollte das halt nicht verpassen. Heute ein bisschen früher aufgestanden, schon um 3 Uhr irgendwas. Hat gut getan, meditiert, hat auch gut getan, mache ich viel zu selten. Ja, ich weiß. Hier haben wir im Vordergrund den Wehrturm von Perchtoldsdorf. Brauche ich nicht so nah ranzoomen. Ja, da hinten, das ist eine Reklametafel von einem Unterwäschehersteller. Und dahinter haben wir halt, müsste das Leitergebirge sein, oder? Böse Zungen bezeichnen es auch als die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, wir haben hier jetzt linker Hand, ich suche sie gerade. Wo sind sie? Sollte ich die schon verpasst haben?
Schauen wir noch einmal. Ja, ich habe sie verpasst. Dahinter, hier ist die Shopping City. Dahinter befindet sich die Autobahn. Von der sieht man leider oder zum Glück nichts. Und hier sind unsere Schwurbulatores Maximus. Maximus. Aha, dreht sich. Vorhin hat er sich nicht gedreht. Das darf ja nicht wahr sein. Wenn er mir nur scharf stellt, bitte. Der hat sich vorhin wirklich nicht gedreht. Das Windrad, ich schwör's dir, er ist gestanden. Ja? Nix, gar nichts. Der ist wirklich so wie die im Hintergrund. Na, die bewegen sich auch. Aber egal. Hier sehen wir die Autobahn. Genau. Bisschen. Gut, das war's. Noch ein kurzer Blick in Richtung Sonne und dann geht's nach Hause, Video hochladen. Ja, und dann schauen wir uns das Horoskop an. Heute werden wir Sonne-Uranus-Konjunktion sehen. Wann ist das, glaube ich? Ist das 9.22 Uhr? Keine Ahnung, das müsste... Schauen wir mal, wo die Verluste dann auftreten werden, weil das könnte eine sehr spannende Geschichte werden. Gut, das war's mit einem längeren Morgenvideo von der Berchtesdorfer Heide. Weiter zum Horoskop. Ende.